Gut. Es ist immer noch sehr hallig. Gut. Gut, dann ist es halt so. Tut mir leid. Nein. Dylan, du gibst mir das Zeichen, wenn es soweit ist. So, guten Abend, liebe Gäste, liebe Freunde und Freundinnen des Vereins Berliner Künstler. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum sechsten Vortrag unserer Reihe Kunst oder künstlich im ACB-Club. Heute geht es um das Thema des digitalen Archivs. Das kennen wir alle, dass wir Daten speichern oder uns Informationen aus dem Netz suchen. Und wir kennen auch alle die Probleme, Daten zu finden. Kaya Bekalam beschäftigt sich als Filmemacher und Künstler mit dieser Problematik. Er forscht an neuen Formen des digitalen Erinnerns. Wir freuen uns sehr, ihn heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Frau Köbeek wird gleich eine kurze Einführung halten. An Sie übergebe ich das Mikrofon und herzlichen Dank. So, auch von mir einen schönen guten Abend und ein besonderes Willkommen an Kaya Bekalam. Kaya Bekalam ist bildender Künstler, Filmemacher und Autor. Nach seinem Studium der Medienkunst und der visuellen Kommunikation an der Universität der Künste Berlin wirkte Kaya Bekalam von 2011 bis 2015 als Professor für Medienkunst und Visual Cultures an der American University in Kairo und übernahm die Leitung der University Galerie der Sharjah Art Gallery. 2018 promovierte Kaya Bekalam an der Bauhaus-Universität in Weimar mit der künstlerisch-wissenschaftlichen Arbeit Seeing History, the Augmented Archive im Bereich Medienkunst. Er hat verschiedene Stipendien und Preise erhalten und seine Arbeiten wurden unter anderem im Haus der Kulturen der Welt, im Martin-Gropius-Bau sowie in der Berlinischen Galerie gezeigt. Hierzu kommen viele weitere Ausstellungen im In- und Ausland, beispielsweise dem Queens Museum in New York, dem Centre Pompidou Paris, dem Reina Sofia Museum in Madrid, der Azad Gallery in Teheran und der dritten Guangzhou Triennale. Er ist Mitherausgeber einer Buchreihe über zeitgenössische ägyptische Künstler 2015, Revolver Publishing zusammen mit Annika Lenzen, sowie der Publikation Damaskus, Touristen, Künstler, Geheimagenten 2010. Er ist Mitbegründer der Künstlergruppe Reloading Images, einer Initiative, die an kollektiven Projekten der künstlerischen Forschung arbeitet. Außerdem ist er seit Juni 2018 Leiter des gemeinnützigen Vereins Künstlerhof Frohnau. Kaya Bekalams Video-, Installations- und textbasierte Arbeiten erforschen die Verstrickungen von Geschichtsschreibung, Bild- und Medienpolitik sowie in seinem aktuellen Langzeitforschungsprojekt Seeing History, the Augmented Archive. Darum soll es auch in dem heutigen Vortrag gehen. Wie kann man Geschichte erlebbar machen? Dieser Frage geht Kaya Bekalam in seiner Promotion an der Bauhaus-Universität Weimar nach und entwickelt in diesem Zug eine App, die in der Lage ist, Videos und Bilder des arabischen Frühlings zu archivieren und mit dem jeweiligen Ort des Geschehens zu verknüpfen. Bekalams Augmented Archive, in dem eine direkte Gegenüberstellung von Vergangenheit und Gegenwart visualisiert wird. Herzlichen Dank, Kaya Bekalam, dass du hier bist und von deiner Arbeit berichtest. Ja. Ja, danke Frauke, danke für die Einladung hier ins ACAB, in den VBK. Ich bin, wie du ja schon gesagt hast,
eigentlich ausgebildeter Medienkünstler und Filmemacher, habe an der UdK studiert und meinen Meisterschüler bei der Videokünstlerin Maria Fedder und dem Filmemacher Heinz Emikholz gemacht. Und von daher waren meine Arbeiten eigentlich meist klassische Filme und Videoarbeiten, linear oder mehrkanalig. Und dabei nehme ich mir oft einen konkreten Ort vor oder ein bestimmtes Material, ein bestimmtes Bild oder bestimmte Texte und versuche die zu ergründen und zu suchen nach tiefer sitzenden Schichten oder vermuteten Subtexten. So habe ich, ich mache mal den Beamer an, einen ganz kurzen Überblick nur über meine früheren Arbeiten im Kontext jetzt zu dem, was ich heute mache. Vielleicht ganz interessant. Also zu Beginn habe ich oft mich mit Architektur beschäftigt, mit Städten oder mit Stadtraum, wie zum und abgelaufen sozusagen. Dann, genau, Spirit Lake ist eine Arbeit mit der Filmmacherin Rinne, Fotografin Rinne Effendi. Da ist das Thema ein Reservat von Native Americans in North Dakota und die ja, Beobachtung von den Einwohnern und der Landschaft zwischen verschiedenen Formen von Trauma und aber auch Spiritualität. Das ist eine Arbeit, The 40 Feet Trilogy, die in den River Avon in der Nähe von Bristol in England geht es, sich anschaut. Das ist ein Ort, an dem die Gezeiten sehr stark zu sehen sind, also der Unterschied zwischen Ebbe und Flut. Und dann gibt es eine Reihe von Arbeiten, die eher ein bestimmtes Material erforschen, wo ich oft mit einer Gruppe von Akteuren arbeite, wie hier zum Beispiel in The Negotiation eine Arbeit mit Asin Faisabadi. Ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen Feedback hier. Geht das? Und wo verschiedene, wo ich zum Beispiel hier eine Gruppe von Schauspielern gebeten wird, Texte zu ungenannten revolutionären Situationen sich anzueignen, zu improvisieren und in Handlung umzusetzen. Diese Arbeit hier, Fear Filled Her Heart, is Gazing Back She Saw, ist ein ähnliches Prinzip. Hier ist eine Gruppe von Tänzern, ägyptischen Tänzern, die die Ikonografie europäischer Nationalstaatlichkeit sich versuchen anzueignen, also Allegorien wie Marianne oder Germania, und diese in Bewegung umsetzen und zu vereinnahmen und auch zu dekonstruieren. Genau, das nur so als Hintergrund. Und jetzt eher zu meinen jüngeren Arbeiten, die sich eher unter dem Titel The Augmented Archives, also des heutigen Abends, die Verschmelzung von Zeit und Raum im Digitalen, verorten lassen, die eben nicht mehr im Kino oder im Museum funktionieren, sondern eigentlich sehr stark in der Verschmelzung von der Erfahrung im öffentlichen Raum und der eigenen subjektiven, dem Erleben, am Handy oder am Tablet. Und genau, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin durch Zufälle 2011 in der Mitte des sogenannten Arabischen Frühlings in Ägypten gelandet für ein Stipendium und was dann später in der Professur mündete und habe dort letztendlich 5 Jahre gelebt und eher auch durch Zufall in so eine Medienpraxis reingerutscht, die sich eben eher im Digitalen verorten lässt. Und aber für mich auch eine Fortschreibung des eigentlich des Kinoraums ist. Letztendlich das Stichwort Augmented Reality, was ich viel benutze als Technik. Dazu, wenn sich das nicht jeder vorstellen kann, was das ist, dazu komme ich später, das erklärt sich vielleicht auch später. Und das ist, kam aus einer Notwendigkeit oder Dringlichkeit. Also wenn ihr euch erinnert, der sogenannte Arabische Frühling hat in Ägypten und
anderen Orten dazu geführt, dass unzählige Menschen ihre Kameras in die Hand nahmen, um Zeugnisse aufzuzeichnen von den Demonstrationen, von der Polizeigewalt und diese umgehend dann auch wieder in die sozialen Netzwerke einspeisen, auf YouTube und Facebook und so weiter, sodass es fast in Realzeit zu einer großflächigen Dokumentation der Ereignisse fast in Realzeit kam und so weltweit auch mitverfolgt wurde, aufgenommen, dokumentiert, hochgeladen, geteilt, kommentiert, wieder zurück an den Ort der Aufnahme geschickt und so kam es zu Feedback-Schleifen und Ereignissen, die eben in diesem Zwischenraum zwischen digitalem und sagen wir mal, Realraum passierten und die auch dann kurzfristig zu einer großen Medienmacht führten oder scheinbar führten, also gekrönt durch eben so kurzfristige Erfolge wie die Abdankung von Hosni Mubarak und anderen langjährigen Diktatoren. Und doch, wie wir natürlich heute wissen, in den Monaten, Wochen, Monaten, Jahren danach wurde aus diesen Situationen, aus diesen emanzipatorischen Bewegungen, wurden eher tragische Entwicklungen und die politische Situation wurde immer restriktiver und auch blutiger. Und jetzt in Kairo zum Beispiel wurde die Innenstadt sehr schnell gesäubert von den Spuren, vom Graffiti, von den Barrikaden, von allen möglichen Zeugnissen sozusagen dieser Ereignisse. Und das Gedenken an diese Revolutionen wurde schnell auch vom Staat vereinnahmt oder auch in andere Bahnen gelenkt. Aktivisten wurden verhaftet, mussten fliehen und umgebracht. In der Folge kam nicht nur bei mir, aber natürlich bei vielen auch die Frage auf, wie kann man zum einen diesen Ereignissen gedenken, in dieser Einzigartigkeit, die sich damals vielleicht zum ersten Mal so zeigte und seitdem eigentlich ein Kontinuum geworden ist in unseren digitalen Medienereignissen. Also wie kann man dem gedenken, wenn Dinge eben in so Zwischenräumen passieren und gar nicht mehr so klar ist, welche Akteure da eigentlich mitspielen, welche Zeugnisse führen oder welche Artefakte, welche Äußerungen führen zu was und zum anderen, wie kann man das Gedenken auch live oder relevant halten, ja? Also bei unserer kurzfristigen Medienaufmerksamkeit vor allem, wo diese ganzen Videos zum Beispiel sehr schnell verschwanden und abgelöst wurden von anderen und anderen Orten. Und so entwickelte ich eine Plattform, also wie gesagt eine App, die auch eine Softwareplattform ist sozusagen, eine internetbasierte, mit einem Programmierer zusammen, Farhan Khalid. Und das Ziel oder die Basis dieses Projektes ist es im Grunde, Videos wieder an den Ort ihrer Aufnahme zu bringen oder sie dort virtuell zu belassen. Also so ein bisschen die umgekehrte fotografische Operation. Wir nehmen nicht ein Bild und nehmen es an einen anderen Ort, wie zum Beispiel in der Galerie, sondern wir führen Bilder zurück an die Orte ihrer Aufnahme oder lassen sie gleich da. Wie das funktioniert, zeige ich gleich. Und so wächst mit der Zeit ein konkreter Ort virtuell weiter, wie zu einem virtuellen Palimpsest. Und dazu habe ich verschiedene Archivdokumente, sagen von einem großen ägyptischen Aktivistenarchiv, benutzt, Mosserin heißen die, und habe weitere Aufnahmen gemacht, Interviews, die das Material kontextualisieren, aber auch Performances, KünstlerInnen eingeladen, basiert auf dem Material, Performances, Interventionen zu entwickeln, die auch dort sozusagen verbleiben. Und ich zeige jetzt einen kurzen Dokumentationsfilm, der ist 3 Minuten und der ist auf Englisch, ich hoffe, das ist okay, aber sonst kann ich das auch noch gleich weiter erklären. Jetzt gucken wir mal, ob der Ton funktioniert. Ja, müsste. Sorry. Mal kurz gucken hier. So. Thank you.
Ja, also das Augmented Archive war auch gleichzeitig, wie Frauke schon gesagt hat, Teil meiner Promotion an der Bauhaus-Uni in Weimar, die sich mit Formen digitalen Gedenkens und alternativer Archivpraxis auseinandersetzte. Und in den Jahren darauf versuchte ich dann, ähnliche Projekte an anderen Orten umzusetzen, unter anderem auch in Berlin lange ein Projekt geplant im Arsenalarchiv für Videokunst hier in Berlin. Und das dann letztendlich aber nach vielen Jahren der Vorbereitung nicht klappte, wegen mangelnder Förderung. Es ist ganz interessant, dass im Grunde erst mit dem Beginn der Pandemie ein gesteigertes Interesse an digitalen Projekten, auch gerade so im Zwischenraum zwischen Kunst, Aktivismus, Architektur und Design, überhaupt erfolgte. Vorher war das unglaublich schwierig, ist meine Erfahrung. Und mit Beginn der Pandemie gab es dann eine ganze Reihe von neuen Förderinstrumenten und auch eine ganze Reihe von neuen digitalen Projekten, die in so eine Richtung gehen. Zu der Zeit gab es sowas meines Wissens eigentlich nicht. Ja, jetzt mittlerweile haben wir, oder auch in der Zwischenzeit haben wir das Projekt dann auch geöffnet für andere Initiativen, für andere KünstlerInnen, das zu benutzen, eben vor allem für Projekte der Kunst oder auch für das Aktivismus oder der Stadtgeschichte. So hat zum Beispiel eine Berliner Künstlerin, die Mikaela Hildig-Dahl, ein Projekt gemacht, das zeige ich kurz im Ausschnitt und einen minütigen Trailer davon, weil es nochmal eine andere Form dieser Augmented Reality, also dieser erweiterten Wirklichkeit zeigt, wo eben auch digitale Skulpturen möglich sind. Zeige das kurz und spreche dann dazu. Hier ist es ein Projekt, wo verschiedene KünstlerInnen digitale 3D-Skulpturen in den Stadtraum sozusagen gebracht haben. Und dann gab es eine Führung, wo diese Skulpturen sozusagen dann zum Vorschein kamen, wiederum mit einem iPad. Und da ging es um Presented by Zukunftland 2099. Um Stadtplanung. Willkommen zu Berlin Utopische Touren. Präsentiert von Zukunftland 2099. Via Yin, Lao Dao, Berlin, Autobahn, Chile, Liu, Zukunftland 2099, Tissue. The first sightseeing tour of its kind. In the 2000 years, it was planned to build social housing here due to urgent housing shortage in the city. Instead, in 2019, a luxury office building and shopping mall, the so-called Kuvli campus, was erected. From the artist statement of Londin Ansel, we can read, the dark matter sculpture stands for the many social and cultural spaces that was swallowed up and eradicated by speculative profit makers in the early 21st century. Ja, und weitere Projekte mit dem Augmented Archive sind in Planung, unter anderem ein Videoarchiv in Sarajevo und auch ein weiteres in Berlin noch. Also genau, das ist das Augmented Archive. Und hier ist auch die Webseite dazu, augmented-archive.net, da gibt es auch noch Essays und weitere Projekte und Interviews. Sorry. Ja, jetzt komme ich zu meinem aktuellen Projekt Witness. Und das ist letztendlich eine Weiterentwicklung der Gedanken vom Augmented Archive. Ich wurde vor 2 Jahren angefragt, Teil eines Forschungsprojektes zu sein. Das nennt sich Spurlab. Und das ist ein Zusammenschluss der KZ-Gedenkstätten Ravensbrück und Sachsenhausen, der Filmuni Babelsberg und dem Potsdamer Museum für brandenburgisch-preußische Geschichte. Und Spurlab versammelt Experten aus Technologie, Kunst und Wissenschaft und versucht, neue Projekte oder auch neue Erzählformen digitaler Gedenkkultur zum Thema NS-Verbrechen in Brandenburg zu entwickeln. Und mein Projekt, was ich mache, was noch eine Skizze ist letztendlich, wir sind noch dabei, ich zeige auch gleich
einen Prototypen, der noch nicht wirklich veröffentlicht ist. Der Titel ist Witness, also Wortspiel aus Video und Witness für Zeugin oder Zeuge. Und das Projekt versucht, die Landschaft Brandenburgs zur virtuellen Ausgrabungsstätte zu machen. Also ganz ähnlich wie das Augmented Archive. Es beginnt im Grunde mit den KZ-Gedenkstätten und soll dann aber auch ausufern und letztendlich die schönen Landschaften Brandenburgs etwas komplizierter erzählen. So war eigentlich der Ansatz. Also die Idee des Projektes kam, dass ich auf einmal in einem Ort in der Prignitz, in dem meine Eltern oder im Nachbarort wohnen meine Eltern, auf einmal durch eine historische Karte auf ein Verbrechen, was während des Todesmarsches dort passiert ist, aufmerksam wurde und dann weiter recherchiert habe und auf einmal dieser Ort, an dem im Grunde keine Spur zu sehen war auf dieses Verbrechen hin, zu einem Tatort, zu einer schuldigen Landschaft wurde. Und dieser Gedanke ist der Gedanke von Witness, einem Projekt, was sich dann eben auch öffnet. Also das heißt, eine Karte, auf der verschiedene Dokumente zu sehen sind und wo auch wieder neue Dokumente hochgeladen werden können und so das weiter wächst. Ich versuche jetzt mal einen kleinen technischen Stunt und hoffe, dass es klappt. Und zeige dann live sozusagen. Mal sehen. Die App als Prototypen. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist die Skizzenversion, wie gesagt. Zum Ende hin soll es eine komplette Karte Brandenburgs geben. Jetzt haben wir nur eine Karte, eine Minimalvariante der Landschaft, sozusagen mit Draufsicht auf das ehemalige KZ Ravensbrück. Und hier seht ihr verschiedene Marker, die jetzt sozusagen schon da sind. Es sind jetzt 15 Videos, sozusagen, die man sich jetzt schon anschauen kann. Und es ist eine Vielzahl von, oder es sind verschiedenste Formen. Es sind Dokumentationen von Ereignissen, die jetzt stattfinden oder stattgefunden haben. Es sind Interviews mit zum Beispiel Mitarbeitern der Gedenkstätte oder auch mit BesucherInnen. Und es sind kleine Essays, die jetzt vor allem von mir stammen, Video-Essays, die aber in der Zukunft auch von anderen FilmemacherInnen bespielt werden sollen. Und dann gibt es Interviews mit Zeitzeuginnen bzw. Überlebenden des Konzentrationslagers, das ja vor allem ein Frauenkonzentrationslager war. Ich zeige jetzt mal ein paar, oder wir schauen einfach mal mit rein. Das sind 360, die meisten Videos sind 360 Grad Videodokumente. Das heißt, wir können darin uns sozusagen bewegen. Und da muss ich mal schauen, ob das mit der Technik jetzt hier klappt, wie weit ich mich bewegen kann und dass ihr euch nicht schwindelig wird. Aber es ist zum Beispiel, wir klicken jetzt mal auf dieses Video. Das ist sozusagen ein kleines Video-Essay von mir. Jetzt gucken wir, ob der Ton klappt und das Internet hält. Und manchmal muss man es einfach normal machen, vor allem wenn das Internet nicht so stark ist. Probieren wir es aber nochmal. Und sonst... Also es hat eben noch geklappt, wie das so ist. Also ich erzähle einfach mal, bis das hier vielleicht lädt, noch ein bisschen weiter. Was für mich entscheidend war, in der Projektentwicklung war, dass ich oft in der Recherchephase, ich mache es nochmal aus, dass ich in der Recherche, jetzt fängt es an, was ist da? Ob der Ton beginnt?
ein bisschen lauter mal machen zum Ausprobieren? Oder muss ich das hier machen? Schon laut. Also, es sind alles Videoaufnahmen und ich kann zum Beispiel jetzt pausieren und kann dann schauen, welche Videoaufnahmen sind in meiner, da muss ich mich jetzt wirklich ein bisschen akrobatisch hier vorgehen, in meiner Nähe und kann dann auch zu denen springen und hoffe, dass jetzt der Ton auch noch funktioniert. Das war kein ganz leichtes Setup hier. Und jetzt bin ich an einem anderen Ort. Oder auch noch nicht. Versuchen es nochmal. Okay, ich muss improvisieren. So ist es eben mit digitalen Projekten, vor allem in der Skizzenphase. Also was für mich einfach sehr wichtig war, ist die Momente, die ich in der Recherchephase dort vor Ort verbracht habe, war, also es gibt gerade an solchen markierten Orten, an den Gedenkstätten, gibt es eine Vielzahl von Informationen. Es gibt Audioguides, es gibt Ausstellungen, es gibt Angestellte der Gedenkstätten, die einem Dinge erzählen. Aber was oft fehlt, vor allem wenn man alleine dorthin kommt, war für mich eine Form von, jetzt ging es gerade, und dann glaube ich, ist das Internet, was ein bisschen langsamer ist, weil jetzt habe ich gerade den Ton gehört. Das zum Beispiel ist ein, das muss ich gleich nochmal von meinem Handy das machen, das ist ein Kantor, der den Kaddisch singt auf dem Lagergelände. Was mir vor allem fehlte, war die Auseinandersetzung mit anderen Präsenzen dort vor Ort, also wirklich dieses Alleinesein an solchen Orten. Hat für mich eine große Leerstelle erzeugt. Also die Unmöglichkeit, mit anderen Menschen das zu teilen, dort vor Ort zu sein, was es mit einem macht. Oder auch zu hören von anderen Erfahrungen natürlich, vor allem von Zeitzeugen, aber eben auch von Menschen der zweiten oder dritten Generation oder also auch die unterschiedlichen Perspektiven des Gedenkens. Also das ist für mich, glaube ich, das Interessanteste, dass was so ein Ort natürlich schnell kreiert, ist eine Form von Monumentalität, diese Nazi-Bau natürlich sowieso mit sich tragen. Und diese Monumentalität zu untergraben und eher auf den Moment zu konzentrieren. Also das heißt eben in verschiedenste Formen von Gedenkkultur auch reinzuschauen und auch die nebeneinander zu erleben. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Dokumentationsformen, es gibt Kranzniederlegungen und vielleicht mache ich einfach mal hier einen kurzen Punkt und wir gehen in Diskussion und ich versuche dann mit einer anderen Internetverbindung gleich noch während der Diskussion noch ein bisschen was zu zeigen. Diskussion kann ich dann wieder aufrufen. Ja. Ja. Nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch vom Inhaltlichen. Und deshalb habe ich mir die Fragen sehr präzise durchformuliert. Ja. Also meine erste Frage wäre, in deinem Projekt zum Arabischen Frühling eröffnest du neue Handlungsräume, die offen sind für Gedanken und Interaktionen. Mittels eines mobilen Videoarchivs machst du Geschichte vor Ort erlebbar, also stellst die Gegenwart der Stadt, machst du die Geschichte vor Ort erlebbar und stellst sie der Gegenwart der Stadt gegenüber. Wie man das gesehen hat. Jetzt mit meinem eigenen Internet funktioniert es, von daher jetzt kann ich es glaube ich mal zeigen. Es ist nicht viel übrig geblieben von diesem sogenannten historischen Ort. Die Baracken wurden nach dem Krieg abgerissen. Der Boden von den sowjetischen Truppen mit Betonplatten versiegelt. Schicht um Schicht haben sich neue Gegenwarten hier auf die Vergangenheit gelegt. Was ist noch übrig von der Architektur des Terrors und des Todes? Die Kommandantur hinter uns, die Lagermauer dort vorn. Ansonsten füllt Leere diesen Raum.
wie ein Bild, von dem nur die Begrenzung, der Rahmen übrig geblieben ist. Um uns herum wirst du gleich Andeutungen der ehemaligen Baracken sehen. In jeder dieser Baracken waren mindestens 500 Menschen und später sogar bis zu 2000 Menschen eingezwängt. Helfen dir diese schemenhaften Schatten, eine Vorstellung zu bekommen. Das, was hier geschah, sei unvorstellbar. Es sprenge unseren Vorstellungsrahmen, heißt es. Aber ich frage mich, wie kann etwas geschehen, sich ausbreiten in Zeit und Raum und doch nicht denkbar sein? Kannst du dir ausmalen, für welches Leid dieser Ort Zeuge ist? Oder kommst du so schnell an deine Grenzen wie ich? Empfindest du die Stille hier als andächtig oder ohrenbetäubend? Und jetzt, wie gesagt, das war das Internet. Jetzt kann ich, wie gesagt, hier, je nachdem, was, wie weit das Audiokabel es erlaubt, jetzt hören wir mal den Kantor rein. Jetzt springen wir, wie gesagt, an einen anderen Ort. Okay, jetzt bildet die Internetverbindung. Hörst du das Knirschen unter unseren Füßen? Diese schwarze Schlacke war damals noch nicht hier. Sie wurde erst in den späten 90er Jahren hier aufgeschüttet, damit die Umrisse der Baracken als Vertiefungen sichtbar werden und vielleicht auch, um das Gehen hier absichtlich zu erschweren. Einige Schichten tiefer unter uns muss jener sandige Boden liegen, den die Gefangenen selbst planieren mussten. Vor einer riesigen Walze waren sie eingespannt, wie Ochsen vor einem Karren. Hier eine Zeichnung der belgischen Gefangenen Felicie Mertens davon, von 1959. Vielleicht wirst du die Walze später hier auf dem Gelände entdecken. Vor dir siehst du nun ein Foto aus den frühen 1940er Jahren, eine Aufnahme aus einem sogenannten SS-Fotoalbum, zu Propagandazwecken von den Tätern selbst aufgenommen. Der ehemalige Zellenbau rechts steht noch heute. Was alles andere ist verschwunden. Mich erschrecken Fotografien wie diese. Sie erwecken den Anschein, als wäre hier tatsächlich ein Moment festgehalten worden, der uns nun ermöglichte, einen wahrhaftigen Eindruck dieser Zeit zu bekommen. Ein aufgeräumter Platz, diengenormte, von außen ordentlich anmutende Behausungen, wenige Menschen, meist in kleinen Gruppen, scheinbar gemächlich und ruhig über den sauberen Sandboden des Appellplatzes spazieren. Was diese Bilder nicht erzählen, erzählen Überlebende. Der Zählappell war das Wichtigste im Lager, in allen Lagern. In allen Lagern früh und abend musste man wissen, dass ja alle noch da waren. Ja? Und auch die Gestorbenen, die Verhungerten, die Verelenden, die Zahl musste immer stimmen. Das war in allen Lagern, das waren das A und das O. Und ich will auch sagen, durch die Zählappells haben auch viele, viele, ja, viele, viele Häftlinge auch ihr Leben verloren. Ja, die einfach, die sind lange stehen, bei Kälte, bei Wind, bei Krankheiten, ja,
dass sie einfach auch daran kaputt gegangen sind. Jetzt gebe ich noch ein letztes vielleicht, beziehungsweise gehe wieder in die Karte. Und beziehungsweise, also es gibt dann so Dokumentationen von zum Beispiel der Kranzniederlegung zum Jahrestag der Befreiung. Das Material. Aber das ist ja von der Gedenkstätte. Von der Gedenkstätte. Das ist nicht von der belarussischen. Ach so, du bist besser informiert. Nun, ich habe den Kranz der ukrainischen Botschaft. Ja. Rechts davon war von der polnischen Botschaft. Super. Ich habe auch darum gebeten, bei den Polen, dass wir uns zusammenstützen dürfen. Und links davon war mit weißer Aufschrift. Russisch und noch einmal weiter links Belarussisch. Ah, ja. Also eine Befürwortung des sowjetischen Staates. Ja, ich glaube, das reicht vielleicht als Eindruck. Hier, wie gesagt, wird die 360-Grad-Kamera besonders vielleicht klarer, warum sie in solchen Situationen spannend sein kann, weil sich ganz viele Dinge auch nebeneinander sich abspielen. Und zum anderen natürlich auch, dass die BenutzerInnen sich selbst dort bewegen können und ein klarer Blick nicht unbedingt vorgegeben ist und man sie direkt ansprechen kann. Man kann auf den Boden schauen, man kann in den Himmel schauen. Deswegen, glaube ich, diese 360-Grad-Kamera. Die Überlebenden spiele ich jetzt nicht ab, das ist, würde jetzt, glaube ich, den Rahmen hier sprengen. Aber genau, es gibt, wie gesagt, eine Vielzahl von verschiedensten Zeugnissen. Und so soll das weiter wachsen und wird Ende dieses Jahres dann auch veröffentlicht und zur Benutzung auch freigegeben. Jeder kann es benutzen und sich anschauen und im Rahmen von Workshops sollen dann weitere Videoräume sozusagen kreiert werden und so die Landschaft Brandenburgs, also nicht nur innerhalb der Lager, sondern auch außerhalb der ehemaligen Lager, weiter wachsen oder nicht die Landschaft soll weiter, sagen wir mal, die Schuldigkeit der Landschaft auch zum auch deutlich gemacht werden. Ja, damit schließe ich jetzt erstmal den Vortrag, jetzt, sorry Frauke, dass ich dich da wieder unterbrochen habe, mittendrin, wegen diesem technischen Fauxpas hier. Aber genau, dann können wir vielleicht einfach da ansetzen. Ja, vielen Dank, das war mir jetzt ganz wichtig. Ja, eben. Du arbeitest ja mit historischem Archivmaterial hier, als auch mit speziellem Material auch in Kairo. Und dieses Archivmaterial können kleine Filme sein oder auch kleine Handyfrequenzen, wie du das gezeigt hast. Inwieweit ist hier die Qualität im Sinne einer Echtheit des genutzten Materials gewährleistet? Wir wissen ja, was Technik vermag, soll heißen, wie manipulierbar digitale Filme sind und Bilder. Wie wählst du das Material aus und welches verwendest du in deinen Archiven? Gibt es vielleicht auch ein Bild- oder Videonachweis bzw. Nennung der Produzenten, der Produzentin? Ja, hier in diesem Mikrofon. Ja, es gibt, also das ist natürlich eine Schwierigkeit, weil oft kann Material gar nicht, also gerade in solchen Ereignissen, die noch nicht abgeschlossen sind, wie zum Beispiel die Revolution in Ägypten von 2011, zu diesem Zeitpunkt, können diese Videodokumente gar nicht unbedingt verifiziert werden, sondern in dem Moment, wo ich sie in den Raum lege, ist es auch schwierig, da Dinge einzuordnen. Also es ist anders als ein klassischer Film, eine Filmerzählung, die rahmt, die kontextualisiert, die einordnet und sagen wir mal, die Hintergründe von einem Ereignis versucht aufzuschlüsseln. Hier sind es tatsächlich rohe Rohdokumente, Rohmaterial.
Und da ist es schwierig, da teilweise auch für mich schon in der Recherche, in der Auswahl gewesen, was wird da eigentlich gezeigt. Und teilweise habe ich das umgangen, sozusagen, indem ich Menschen eingeladen habe, Interviews zu geben an diesen Orten und das Material einordnen. Und teilweise stehen sie aber auch einfach so da und sollen, glaube ich, auch, oder sollen für mich dann erstmal ähnlich wie Stolpersteine funktionieren, die auf etwas hinweisen, auf etwas, sagen wir mal, dass dieser Ort doch komplizierter ist, als er scheint, und dann letztendlich einladen zu einer weiteren eigenen Recherche. Ne? Also das ist jetzt in diesem Fall eine andere Geschichte, in einem Witnessfall, weil da sehr viel Recherche reingeflossen ist und Materialien ausgewählt werden oder extra produziert werden. Und ich habe jetzt keine Probleme von Authentizität so stark. Die Fotos. Aber da ist vielleicht die nächste Frage ganz wichtig. Indem du Geschichte erzählst, nimmst du natürlich auch einen bestimmten Standpunkt ein und spiegelst auch bestimmte Sichtweisen. Das kann der Blick des Westens auf den Iran sein oder auch die Unruhen in Kairo aus der Perspektive eines Aktivisten oder einer Aktivistin. Jeder Standpunkt ist subjektiv und hinsichtlich Geschlecht, Ethnie, sozialem Hintergrund und Sozialisation geprägt. Und inwieweit reflektierst du deine Perspektive auf politische Ereignisse? Machst du diese sichtbar und wenn, dann wie? Ja, also es geht um deinen Standpunkt, um deine Haltung. Das ist eine spannende Frage. Für mich war das schon allein eine spannende Operation, in dem Moment, wo ich als Benutzer, der jetzt in zum Beispiel im Stadtraum in Kairo oder auch jetzt in Brandenburg mein Handy aufmache und an einem Ort stehe, auch das Projekt in Brandenburg ist eigentlich dafür konzipiert, dass man vor Ort sich diese Videos anschaut, also diese Überlagerung hat von Jetztzeit und aufgenommener Zeit. Und das heißt, ich übernehme die Position desjenigen, der oder die diese Videos vorher gemacht hat. Also es ist schon eine sich auf sich nehmen einer anderen Kameraperspektive. Ja? Also es gibt so diese Übertragung sozusagen, oder die Annahme eines anderen Blicks. Ne? Also diese Subjektive wird sozusagen vervielfacht. Das war für mich eine ganz interessante Operation, dass ich also dann auch oft eben den Kamerabewegungen, gerade bei den Dokumenten aus Ägypten, mitfolge, also einer bestimmten Bewegung, um sozusagen den Abgleich weiterhin zu haben. Das heißt, die Kamera schwenkt rum, und auf einmal, weil sich irgendwas dort ereignet, ja? Also auch als Betrachter nachträglich in einem Raum, in dem eigentlich vielleicht gar nichts passiert, außer dem täglichen Leben, schwenke ich rum, nehme übernehme diese Perspektive und Bewegung eines Menschen vor mir. Und diese Übertragung von einem Menschen auf den anderen in der Bewegung war für mich wichtig und geht, glaube ich, ist ist, sagen wir mal, konfliktreiche Positionierung. Ne? Und auch eine Frage von Größe, ne? Also Kinder und Erwachsene und solche Sachen, ja. So ganz ja. Banale Dinge. Ne? Genau. Und sonst gibt es eben oft, also jetzt zum Beispiel bei Witness, gibt es Einordnungen, die eigene Position, natürlich jetzt nicht alles gezeigt, letztendlich ist es wie ein Essay-Film über verschiedene Stationen und in manchen trete ich auch selber auf, sozusagen bin irgendwo zu sehen und im Kommentar spreche ich dann zu den BetrachterInnen und sage, da drüben stehe ich, ich bin Filmemacher, dies ist meine Perspektive. Das findet immer mal wieder statt. So. Ja, was wir heute gesehen haben, ist auch eine Frage der Technik natürlich. Wie kompliziert ist die ganze Angelegenheit oder wie muss man sich das vorstellen, kann da hier jeder von uns sofort einsteigen? Theoretisch schon. Also die Augmented Archive App ist im Grunde, kann man aus dem App Store, also aus den diversen App Stores runterladen, kann sich einen anonymen Account anlegen und dann kann man selber Videos produzieren und hochladen. Das funktioniert nicht nur in Kairo, sondern auch in Berlin oder irgendwo auf der Welt, wo es Internet und GPS-Empfang gibt. Und dann kann man ein Video machen, hochladen und dann bleibt es dort. Und die Witness-App, das ist ein bisschen komplexer, weil das 360-Grad-Kameras sind, die sind aber auch sehr einfach eigentlich zu bedienen.
und man nimmt diese Räume auf und lädt sie noch. Im Grunde ist es eine einfache Form des Filmemachens, weil es wenig Editieren ist. Ne? Es ist tatsächlich geht fast zurück zu den Ursprüngen des Kinos, wo eigentlich ein Film eine Aufnahme war, wie bei den Lumières. Ist das Ereignis schon, dass ein Zug in den Bahnhof einfährt. Und das geht weg vom Schnitt. Der Schnitt findet dann statt im Raum selber. Und das ist für mich sehr spannend. Also das heißt, ich schaue mir ein Video an, zum Beispiel hier vor der Tür, und laufe dann weiter zum nächsten Punkt, schaue mir da die nächste Szene sozusagen an oder ein anderes Video. Und das, was dazwischen passiert, überträgt sich natürlich auch in meine Erfahrung. Das heißt, dass jede, die sich auf diese Reise begibt, hat einen anderen Film. Ne? Und so passiert das Editieren, ne? aus Archivmaterial und dem eigenen Erleben. Gibt es ein Ende? Oder so. Setzt du ein Ende? Ist das für dieses Witness jetzt zum Beispiel? Das Witness, naja, da ist die Hoffnung, dass tatsächlich irgendwann ganz Brandenburg übersät ist mit solchen Punkten. Und aber das ist jetzt nicht unbedingt meine ich weiß nicht, ob ich das so lange durchhalten werde. Aber also es sind oft auch Projekte, die nicht nur auf meine Autorenschaft setzen, sondern eigentlich dazu einladen, andere das andere mitproduzieren. Weil das natürlich ein hoffnungsloses Unterfangen ist, die Lagerlandschaft Brandenburg zum Beispiel abzuzeichnen. Mit all den Zwangsarbeiterstätten, den Dörfern, in denen durch die der Todesmarsch durchgegangen ist, in denen Gefangene gearbeitet oder gefangen gehalten wurden, und den Lagern selbst. Ne? Das war ganz spannend. In der Vorarbeit zu deiner Arbeit habe ich kannte dieses Wort nicht, Witness. Ich habe das nachgeschlagen, was das ist, wie es übersetzt wird. Und es wird übersetzt tatsächlich mit Weite. Und das fand ich eigentlich, so habe ich mir deine Arbeit angeguckt, eben nicht diese Zentralisierung, sondern die Weite. Und das hat mich wirklich außerordentlich fasziniert. Und diese Möglichkeit eben dezentral überall zu sein und eben auch überall Täter und Opfer zu finden, nicht nur dort, wo sie geehrt oder gedacht werden, sondern im weiten Land. Ja, richtig. Wobei es ist eigentlich ein Neologismus, ich wusste nicht, dass es dafür auch noch eine Bedeutung gibt. Eigentlich setzt sich das, wie gesagt, zusammen aus Video und Witness. Und es geht mir, wie gesagt, einerseits um diese Täterschaft vielleicht, also dieses Stichwort der schuldigen Landschaft. Auf der anderen Seite geht es wirklich auch um Zeugenschaft und die Vielfalt von Zeugenschaft. Also es geht nicht nur darum, darauf hinzuweisen, hier ist was passiert, sondern es ist sehr stark der Blick vom Heute auf das Damals oder andersrum und zu schauen, wer gedenkt diesen Dingen wie und welche Formen sind dafür möglich, sind dafür künstlerische Formen möglich, dafür Gedenkrituale sind möglich, Dialoge, ne, jemandem zuhören. Genau. Historischem auch mit historischem Material, ja. Vielen Dank für diesen Vortrag und ich freue mich. Ja, wir haben gesehen jetzt Videos und diese Videos, also Videokunst ist eine neue Kunstform und leider habe ich nicht die vorherigen Vorträge besucht und möchte gerne wissen von Ihnen, welcher Zusammenhang besteht zwischen dieser Videokunst und Digitalisierung und künstlicher Intelligenz? Gibt es einen Zusammenhang? Und wenn es gibt, dann können Sie darauf eingehen, weil ich war nicht da. Ja, danke schön. Ja, also es gibt für mich hier keinen großen Zusammenhang, keine große Verbindung zur künstlichen Intelligenz. Das ist ein eigenes Thema.
Ich glaube, warum ich jetzt Teil dieser Vortragsreihe bin, ist, weil ich mich mit dieser Augmented Reality, also dieser Mischform von Jetztzeit oder von dem Raum um uns herum und dem virtuellen Raum beschäftige. Also das kann man auch noch Videokunst nennen. Für mich ist es eine Form von Kinoraum, letztendlich im erweiterten Kinoraum. Aber es hat nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Ja. Ich habe auch noch eine Frage. Ich habe das noch nicht ganz richtig verstanden, glaube ich. Diese Orte in Brandenburg, willst du die alle selber dokumentieren oder sollen da die Bevölkerung auch mitmachen, ihr auch mit hochladen, ihre Filme oder ihre Orte? Ja, also sowohl als auch. Ich will teilweise noch, produziere ich weiter Filme. Es gibt viele, die jetzt auch noch nicht hier auf dieser Karte zu sehen sind, wo ich mal mit KünstlerInnen zusammengearbeitet habe, was auch nochmal eine Herausforderung ist in solchen Orten. Also mit Performern, mit Rappern, mit Tänzern. Aber letztendlich ist es als offenes Projekt angelegt. Also, weil ich stelle mir vor, es müsste wahrscheinlich dann doch jemand letztendlich zum Schluss auch gucken, wer und was da alles hochgeladen wird. Genau. Und dass man das auch vielleicht begrenzt. Das ist auch mal eine Frage für diese Videos in Ägypten. Du kannst ja da auch alle möglichen Videos reinstellen, ich sag nur mal Fakes und so weiter, und dann auch diese Orte verfälschen. Das kannst du machen, also momentan ist es tatsächlich so, dass es eine Moderationsebene gibt, die muss es tatsächlich bei solchen Apps sowieso geben, dass irgendjemand Material moderiert, damit keine Hate Speech oder Ähnliches dort, ne? Also Terminus fällt mir nicht ein, dafür, aber dass das nicht in die Öffentlichkeit kommt, und das heißt, momentan moderieren wir die tatsächlich händisch. Ja. Das heißt, wenn was hochgeladen wird, schauen wir, passt das, aber es wird tatsächlich nicht nachverfolgt, also was oder ob das in welchem Umfang das verifiziert werden kann. Also was viel hochgeladen wurde in der Anfangszeit sind zum Beispiel Street Art, ja? Also dass irgendwo ein neues Graffiti entstanden ist, meistens politische Graffitis, das hat irgendjemand gefilmt, hochgeladen über diese App, Personen, die ich nicht kenne, und sowas zum Beispiel lassen wir stehen, das sind Dokumentationen des öffentlichen Raums, aber alles, was an tatsächlich Meinung, politischer Meinung oder sowas da kundgetan wird, haben wir nicht zugelassen. Und in Brandenburg ist es ja fast noch schwieriger, oder in Deutschland ist es fast noch schwieriger, weil bei dem Thema Nationalsozialismus leider, dass da das von vornherein moderiert werden muss. Ne? Exakt. Und so ist es eigentlich jetzt auch geplant, dass wir das innerhalb von Workshops erweitern. Ah, also alles dass dann klar. Bestimmte Gruppen sozusagen Filme erstellen. Es gibt, wir arbeiten zusammen mit verschiedenen Initiativen, die sowieso schon Arbeit geleistet haben in Dörfern, in Kleinstädten in Brandenburg, die seit Jahren über zum Beispiel Zwangsarbeiterstätten forschen und Sachen zusammengetragen haben, mit Überlebenden gesprochen haben. Und das, darauf setzen wir erstmal an. Ja, dann noch eine Frage. Ravensbrück jetzt zum Beispiel, wenn das ins Netz gestellt wird, muss ich vor Ort sein oder kann ich das auch von zu Hause aus, diese einzelnen Standorte anklicken? Du kannst es von zu Hause aus, also so wie wir das gerade gemacht haben, man kann es auch tatsächlich als Virtual Reality mit einer Brille sich anschauen. Das ist nochmal eine ganz andere immersives Erleben. Und letztendlich ist für mich eigentlich immer die interessanteste Form, das sich vor Ort anzuschauen. Und dann eben, wie gesagt, also gerade wenn sich wirklich so Dinge überlagern von Jetztzeit und aufgezeichneter Zeit, wird es spannend. Jetzt ist an. Ja, vielen Dank für diese sehr beeindruckende Arbeit, die Sie uns gezeigt haben, oder ein paar Einblicke. Ich habe eine Frage, weil Sie sehr schön gezeigt haben, wie Sie multimediale letztendlich Formate verknüpfen, additive Räume schaffen durch das digitale Medium. Und Sie haben auch das Prinzip der Autorschaft erwähnt und den Begriff quasi der Vervielfältigung von Bewusstsein. Würden Sie sagen, dass durch diese
Form der Verschränkungen von Zeit und Raum, von Bewusstsein, spezifisch durch das digitale Medium tatsächlich quasi Räume auch entmaterialisiert werden. Das wäre für mich eine interessante. Entmaterialisiert? Ja. Also, dass damit sich auch quasi der Raumbegriff weiterentwickelt. Ja, also ich habe mich damit viel auseinandergesetzt, jetzt vor allem in Bezug auf Kairo. Da gab es im Grunde, oder letztendlich ist die Diskussion sehr viel älter, und ich glaube, es gibt da zwei sich widerstrebende Blicke drauf. Die eine ist, dass dieser Raum, diese Hyperräume letztendlich den Raum selbst entwerten oder beliebig machen, entmaterialisieren. Und die andere Perspektive ist eher, dass das eine unglaubliche Potenzialität hat. Ne? Und in Ägypten zum Beispiel hat man gesehen, dass das am Anfang eine unglaubliche Medienmacht entwickelt hat. Also diese Vervielfachung der Perspektiven, die Verknüpfung mit anderen Räumen, die eine unglaubliche Energie mit sich gebracht hat. Die ist aber dann eben, wie das ist mit viralen Verkettungen und epidemischen Verläufen, wie wir das jetzt auch in einem anderen Zusammenhang gesehen haben, gibt es dafür eben Kurven, die nach unten gehen. Also irgendwann ist diese Energie weg und dann bleibt, also jetzt von dieser politischen Potenzialität oder diesem großen Versprechen des Digitalen ist ja wenig geblieben. Also in 2011 hat man noch von der Facebook-Revolution Ägyptens zum Beispiel gesprochen, und zwei Jahre später sprach man eigentlich nur noch über Hate Speech und Fake News über Social Media. Ich finde, für mich hat das eher eine starke Potenzialität, aber eben auch immer eine Gefahr. Das, was wir angesprochen haben, ne? Also die Schwierigkeit, Dinge zu verifizieren, zum Beispiel, oder auch die mangelnde Aufmerksamkeit tatsächlich, die wir haben, in dieser Aufmerksamkeitsökonomie. Aber ich glaube trotzdem immer noch daran, dass es in kritischen Zusammenhängen ein ganz großes Potenzial hat. Und noch eine Frage dazu, weil es also tatsächlich auf den Raumbegriff, auch wenn wir zum Beispiel Kunstwerke der Moderne betrachten, die ungegenständliche Kunst, wo tatsächlich durch das Materielle, aber der erweiterte Raum, also die Relativität des Räumlichen dargestellt wird und jetzt im digitalen Medium nochmal quasi eher quasi durch die bewusstes Erleben und Dokumentation das Relative des Raumes explizit wird. Was würden Sie sagen, wer ist die Akteurin, der Akteur? Ist das noch das Subjekt oder ist das das Räumliche? Also was ist das? Also wir haben in den Bildwerken die Zentralperspektive, ne, wurde dann sozusagen durchbrochen, damit wurde das Subjekt irgendwie entmachtet. Wie ist das jetzt in diesen Räumen, die Sie schaffen? Ja, danke. Also ich meine, das Spannende ist ja, glaube ich, dass es vielleicht auch noch einen anderen Blick schafft auf darauf, wie wir früher, wie eingeschränkt unsere Sicht auf zum Beispiel Bilder oder Subjekte vorher war. Ja? In der Kunstgeschichte, aber auch in anderen Bereichen. Und dass diese Medienrealitäten von heute zeigen uns ja, wie Dinge miteinander verbunden sind. Und das waren sie ja schon immer. Dass man zum Beispiel ein Bild nicht begreifen kann innerhalb eines Rahmens, ja? Dass es vernetzt ist mit, also wie in der Archäologie, wenn man etwas ausgräbt, dann schaut man eben nicht nur nach dem Objekt, was man dann in der Hand hält, sondern nach den Schichten dazwischen, darunter, nach den möglichen Benutzungen, nach dem der Mensch, der es herausgeholt hat aus dem Erdreich, spielt eine Rolle, die Behutsamkeit, die Form der Präsentation, die Mutmaßung, also das ist im Grunde, glaube ich, zeigt uns nur, wie wir alle eben vernetzt schon immer waren und auch Bilder, Subjekte
immer intersubjektiv oder zwischen verschiedenen Akteuren zu begreifen sind. So, das ist irgendwie so mein Blick drauf. Danke für die tolle Präsentation und dieses wichtigen Themas, also weil du führst uns ja an Orte, wo es um Trauma geht. So, und mich interessiert, ich habe jetzt dann dieses iPhone in der Hand und ich gehe zu diesen Orten und ich nehme mir eine ganz spezielle Perspektive ein, also die du uns einlässt und wie du das vorhin erklärt hast. Und also ich habe gemerkt, also ich setze mich auch schon sehr lange mit diesem Thema auseinander und in dem Moment, wo du anfängst und zu berichten und zu sprechen, taucht dieses Thema natürlich auf. Es taucht in diesem Raum auf, es taucht in mir auf. Also das heißt, Trauma, also kollektives Trauma trifft dann auf individuelles Trauma. Und inwieweit, also ich erlebe jetzt erstmal, dass ich dann damit alleine gelassen werde, ne? Und was ist sozusagen intendiert von dir, oder also weil du sprichst auch in dem Video von diesem Großen, also und dem man dort immer begegnet, so, und wir können uns dann auf so eine intellektuelle Ebene begeben und dem gedenken, und ich habe immer das Gefühl, es muss wie noch einen Schritt weiter gehen, also das heißt, es braucht ja eine Zugänglichkeit, das heißt, Trauma ist ja gefrorene Energie, so. Und aus der Traumaforschung wissen wir, ich werde dann stumm. Ne? Und das heißt, irgendwie, wie kann das in Bewegung kommen? Und also wo knüpft das an? Oder was hast du da für Vorschläge? Also ich denke, dass, oder meine Erfahrung mit der Aufzeichnung von vor allem Interviews von Zeitzeugen der ägyptischen Revolution an den Orten der Traumatisierung war ziemlich eindrücklich. Das heißt, ich habe verschiedene, vor allem Aktivistinnen, an die Orte wieder zurückgebracht, an denen etwas passiert ist. Zum Beispiel ein Aktivist, ein Schauspieler, der ins Ägyptische Museum verschleppt wurde. Das Ägyptische Museum in Kairo war für einige Monate zum Folterknast umgebaut worden. Und mit dem habe ich vor diesem Ägyptischen Museum über dieses Ereignis gesprochen. Eine andere Aktivistin war Teil letztendlich einer Opfer einer versuchten Massenvergewaltigung innerhalb dieser politischen Unruhen und kam auch wieder zurück an den Ort, an dem das passierte oder fast passiert war. Und das waren ziemlich eindrückliche Erlebnisse auch desjenigen, der das irgendwie verursacht, letztendlich diese quasi fast Retraumatisierung oder zumindest dieses Zurückkommen an diesen Ort. Aber das Sprechen darüber und überhaupt einen Ort zu finden oder sich mit diesem Ort wieder auseinanderzusetzen, glaube ich, ist schon fast vielleicht eine Art von Öffnung. Also oft ist ja, also glaube ich, das Schlimmste zum Beispiel für die Aktivistinnen der ägyptischen Revolution ist, dass es keinen Raum gibt, keinen öffentlichen Raum für die Diskussion ihres erlittenen Leids oder auch ihrer zerstörten Hoffnung, aber auch von des erlittenen Leids, also ganz konkret Gewalt und an vielen Orten. Also es gibt keine, also nicht in den Medien und auch eben im Stadtraum selbst gibt es keine Zeugnisse davon, ne? Was natürlich viele Traumaopfer auch erleben, dass das Leben weitergeht. Ne? Du gehst an einen Ort, wo vielleicht auch ein Unfall passiert ist und du gehst wieder dahin und alles scheint ganz normal. Und das, glaube ich, diesen Raum zu öffnen, ja, also auch für den Betrachter später dahin zu kommen, zu merken, das ist ein Raum, der ist so geladen. Es gibt so viel an subjektiven, ne, also sozusagen Grabungen, die da möglich sind. Das ist, glaube ich, die erste Form überhaupt der Öffnung. Also überhaupt natürlich zu sprechen und sich an anderen Perspektiven auf einen Ort zu öffnen. Und ich glaube, das auch nochmal zu der vorigen Frage wegen der
Entmaterialisierung, das ist schon die Hoffnung, dem Ort wieder etwas, tatsächlich eine Aura wieder zu geben, also eine Form von Gewichtung oder eine Form von Vielschichtigkeit. Ne? So, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Ja, ich glaube, die Frage ist ja, geht es nicht um eine Beantwortung, sondern es geht ja darum zu schauen, also wie weit will Kunst gehen, also oder wo sozusagen tauchen neue Ebenen auf, also wo, weil ich mir vorstellen könnte, weil Trauma fängt sich ja an erst zu bewegen, wenn wirklich gefühlt wird, so, und aber fühlen kann ich ja nicht, wenn ich traumatisiert bin, so, das heißt, es braucht ja eine Form von Begleitung, von Moderation, also das heißt, was ich mir jetzt vorstellen könnte, ne, dass zum Beispiel sich eben bestimmte Netzwerke, Menschen in Netzwerken finden, die sie entweder selber moderieren, aber wo eine Einladung ist, also ein Stück nochmal tiefer zu gehen, also aus dieser Überwältigung heraus, aus diesem reinen Zeugensein in so eine Öffnung von so, also dieses Witnessing, also das ist auf einer tieferen psychischen, emotionalen, seelischen, spirituellen Ebene so. Weil dann fängt sich ja in der Regel an, was zu bewegen. Und dann findet diese Transformation an, die ich meine, die wir anstreben sollten. Weil sonst werden das immer Orte des Schreckens bleiben. Aber wie durch diese, wenn Vergangenheit sich auflöst, ist es Vergangenheit. Aber sonst ist es ja die Gegenwart. Ne? Ja, aber ich denke auch, also gerade bei Witness zum Beispiel, gibt es Interviews mit Überlebenden, und das ist nicht, auch darin zeigt sich, das sind nicht nur Orte des Schreckens. Ne? Also diese Topografie der Traumata soll nicht nur, sagen wir mal, zum großen Erschrecken führen, sondern es ist tatsächlich das Magische für mich, was da entsteht, ist diese Kopräsenz, die auf einmal sich öffnet. Ja? Also ich bin gefühlt an einem gleichen Ort wie diese Person vor mir. Das kann ein Überlebender sein, es kann aber auch jemand sein, der dort arbeitet, oder eine Besucherin. Und diesen Moment, einen Raum mit jemandem zu teilen, ist schon etwas sehr Magisches. Also vor allem über die Zeiten hinweg. Ja? Und da geht es nicht nur um Schrecken, sondern tatsächlich um eine Form von, klar, Empathie oder eine Form von gefühlter Kopräsenz, die glaube ich, schon in die Richtung geht, etwas zu öffnen erstmal. Ne? So. Also nicht nur Schrecken. Hoffe ich. Ja, was mich heute Abend sehr berührt hat, ist so die Frage als Künstlerin auch, was ist Kunst, was ist Autorenschaft? Ist Kunst eben mit diesem gerahmten Bild an der Wand, das ist ja etwas, was du in jeder Beziehung erweiterst. Du beziehst uns ja alle mit ein, forderst uns auf, mit dabei zu sein und schaffst so ein ganz neues Leben, auch eine Autorenschaft. Jeder wird ja dann Teil deines großen Werkes. Und das finde ich doch als Künstlerin eben sehr bereichernd, sehr interessant, auch sehr überdenkenswert. Wie gehe ich mit meinem eigenen Werk um und wie weit kann einen da solche technischen Dinge bringen und alles weiter, größer, vielschichtiger, von mehr Sicht, mehr ansichtiger machen. Und das ist eigentlich so für mich das große Ergebnis so für heute Abend. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen wunderbaren Vortrag. Ich bedanke mich auch bei allen Anwesenden für die Fragen. Und gibt es noch Fragen im Chat oder sind wir überhaupt dabei? Okay. Ja, was ich noch aufmerksam machen möchte, ist auf den nächsten und letzten Vortrag, Original und Simulation, wenn KI Kunst macht, Montag, den 20. Februar. Ich habe gehört, es sind Salzstangen noch da und nette Kleinigkeiten und auch noch was zu trinken. Also gerne, wer noch hier bleiben möchte, ein bisschen diskutieren, ist herzlich dazu eingeladen. Und nochmal vielen Dank. Ja.